Ja, im Jahr 2020 gibt es viele Gründe zum Feiern. 400 Jahre Kinderfest in Isny zum Beispiel oder 100 Jahre Allgäuer Überlandwerke oder auch 20 Jahre Allgäu TV natürlich. Die ganzen Feiern, die anstehen, sind natürlich alle der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen und schon lange abgesagt. Auch hier in Kaufbeuren hat man Grund zum Feiern. Seit 30 Jahren hilft der Arbeitskreis Asyl Geflüchteten und Asylbewerbern hier bei einem neuen Start in ein neues Leben. Auch diese Feiern wurden abgesagt, aber die Ehrenamtlichen und Mitarbeiter haben einen Weg gefunden, auf ihre 30 Jahre zurückzublicken. Und das tun wir jetzt auch in Aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Und dann erfahren Sie auch, was diese Kirche hinter mir damit zu tun hat. Im Jahr 2016 waren wir zum ersten Mal für Dreharbeiten mit dem Arbeitskreis Asyl in Kaufbeuren unterwegs. Es war die Zeit, in der viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, Wohnraum knapp war und Städte und Gemeinden organisatorisch vor dem Kollaps standen. Auch der Kaufbeurer Arbeitskreis Asyl hatte in dieser Zeit so viel zu tun wie noch nie. Sie sind Ansprechpartner, wenn es um Arztbesuche, Behördengänge oder Deutschunterricht geht. Die Menschen hier haben nahezu alle den Weg, den wir aus dem Fernsehen kennen, hinter sich. Die meisten sind aus Syrien und Afghanistan. Traumatisiert sind alle. Günter Kammleiter ist einer von über 100 Ehrenamtlichen, die sich in Kaufbeuren um die Belange Geflohener kümmern. Wir treffen ihn heute in der Dreifaltigkeitskirche in der Kaufbeurer Innenstadt. Vorbereitungen für eine Ausstellung zu 30 Jahre Arbeitskreis Asyl. Corona-bedingt ist auch hier alles abgesagt worden, was man sich fürs Jubiläum vorgestellt hat. Aber ganz verzichten wollten sie nicht. Darum zumindest diese Ausstellung. Wir wollten etwas zeigen von dem, was wir in 30 Jahren gemacht und vor allem, was wir erlebt haben, um was weiterzugeben von Erfahrungen. Aber natürlich hat es auch einen politischen Hintergrund. Es geht nicht nur um die Flüchtlinge aus Kaufbeuren, sondern um die Flüchtlingsproblematik generell. Deswegen haben viele mitgearbeitet, Ideen gesammelt, wie könnten wir es machen, wollen wir von unserer Arbeit berichten oder was haben wir eigentlich als Schwerpunkt zu sagen. Und in vielen Gesprächen auch mit, wir haben es eine Runde der alten Hasen genannt, die viele Geschichten haben und die mal ganz aktiv waren und wir haben zusammen überlegt und es war uns klar, wir wollen über die Menschen berichten. Manche sind untergetaucht, viele wurden abgeschoben. Viele wurden nur vorübergehend anerkannt. Hier geblieben sind wenige. An alle sie soll mit dieser Ausstellung gedacht werden. Wir denken natürlich vor allem an Leute, die abgeschoben wurden. Das ist auch was, was in der Asylarbeit sehr, sehr betroffen macht und was für Ehrenamtliche schwer zu verarbeiten ist, wenn Menschen abgeschoben werden, zu denen man eine intensive Beziehung hat, deren Geschichte man auch kennt. Und wenn heute nach Afghanistan abgeschoben wird, dann können wir das eigentlich in keiner Weise billigen. Aber es gibt Situationen, wo wir da nichts mehr tun können. Von Anfang an ist Wiltrud Fleischmann mit dabei. Die 83-Jährige gehörte vor 30 Jahren zu einer Gruppe von Leuten, die den Arbeitskreis Asyl gründeten. Auch in den 90er Jahren gab es eine Flüchtlingswelle. Aus Krisengebieten wie Äthiopien, Eritrea, Kongo oder dem Senegal kamen die Menschen hierher. Später dann auch aus dem Kosovo und aus Bosnien. In Kaufbeuren kümmerte sich Wiltrud Fleischmann um Flüchtlinge aus Bangladesch und Pakistan. Ja, wir waren eigentlich ein paar Leute von der Kirche und haben gesagt, da muss man was tun. Und wir haben gesehen, wie im Gefängnishof in Kaufbeuren da eben Baracken hingestellt worden und wo unzumutbare Lebenssituationen waren. Und da sind wir hingegangen. Zum Glück haben uns auch welche unterstützt, zum Beispiel auch der Bürgermeister Esper Müller damals, der eben allen Grund hatte, das zu tun, denn er hat sich an seine Mutter erinnert, die 1945 hier eine Suppenküche für die damaligen Flüchtlinge gemacht hat. Und ich denke, das war vielleicht auch seine Motivation. Wiltrud Fleischmanns Motivation, sich für Flüchtlinge einzusetzen, ist vielfältig. Ein ganz wesentlicher Grund ist ihre eigene Fluchtgeschichte. 1945 floh sie vor dem Bombardement aus Berlin. Diese Puppe war die ganze Zeit bei ihr und ist es bis heute, wenn sie über Flucht erzählt. Also wenn ich zum Beispiel in Schulen gegangen bin, habe ich dann immer
verschiedene Gegenstände mitgenommen, zum Beispiel auch meine Puppe. Ich habe die vier Elemente immer auf eine Decke gelegt vor den Konfirmanden oder vor den Schülern, wo ich war. Die Elemente sind einmal die Bibel, und da weise ich dann dort immer einen Vers dazu aus der Bibel. Dann das zweite Element ist, dass ich bei Amnesty International bin und für die Menschenrechte. Und das dritte Element ist ein großer Erfolg. Wenn man einen Erfolg mal hat, das motiviert unglaublich. Und der Erfolg war der, dass wir einen Gefangenen aus Peru, der stand, weil wir gesagt, er konnte plötzlich, ist freigekommen. Und er sagt, wir hätten ihn, das haben wir nicht alleine getan, aber wir waren halt die, die an ihm dran waren. Und dann ist er gekommen und stand plötzlich da. Und das ist ein großes Erlebnis, wenn man dann von ihm und seinem Sohn umarmt wird, alle von Amnesty. Und das war ein Grund. Und der letzte Grund ist dann der persönliche. Und da nehme ich als Symbol immer diese Puppe. Ja, hallo. Was möchten? Zur Geschichte des Arbeitskreis Asyl gehört auch die Gegenwart. Im Juni diesen Jahres waren wir noch einmal dort. In der Corona-Zeit haben es auch die Ehrenamtlichen des Kaufbeurer Arbeitskreises Asyl nicht leicht. Der etablierte Treffpunkt im Kaufbeurer Jugendzentrum war geschlossen. Es gab nur wenige Möglichkeiten, mit den Flüchtlingen in Kontakt zu treten und zu erfahren, wie es ihnen geht. Der Alltag hat an vielen Ecken und Enden gefehlt. Integration passiert nur durch den Alltag, weil man muss sich ja im Alltag begegnen. Man muss einerseits müssen die Flüchtlinge verstehen, wie funktioniert Deutschland, wie läuft der Alltag in Deutschland ab. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Ehrenamtlichen faszinierend zu sehen, wie leben die Flüchtlinge im Alltag, was kochen sie, wie sind die Tagesabläufe. Also es ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ein gegenseitiger Austausch. Und deswegen sind gerade die alltäglichen Situationen so wichtig. Die Schule ist das Einmaleins der Integration. Da haben Corona-bedingte Schulschließungen nicht gerade geholfen. Der Arbeitskreis unterstützt, wo es geht. Aufgabenblätter für die Kinder ausdrucken, wo keine Möglichkeit besteht. Hausaufgabenhilfe übers Handy. Da, wo Hilfe gebraucht wird, springen Ehrenamtliche ein. Wir waren sehr glücklich, dass sich doch einige neue ehrenamtliche Mitarbeiter gemeldet haben, die auch jetzt über die Sommerferien Nachhilfeunterricht für die Kinder geben. Und dann wird es spannend, wie wird Schule im September sein? Wird volle Schule sein? Werden die Kinder jetzt, auch die Flüchtlingskinder, Laptops kriegen? Dann brauchen sie wahrscheinlich Anleitung. Und auch dafür werden sich wieder Ehrenamtliche finden. Manchmal geht die ehrenamtliche Arbeit ganz eigene Wege. Hildegard Meyer-Nerl engagiert sich seit über 25 Jahren beim Arbeitskreis Asyl. Die Arbeit dort hat ihr Leben irgendwann komplett auf den Kopf gestellt. Und damit haben der 7-jährige Daniel und seine 2 Jahre jüngere Schwester Maria zu tun. Das ist ein Glück meines Lebens, ja. Vor 8 Jahren ungefähr habe ich eine Familie betreut aus Afghanistan. Die Frau ist schwanger geworden und hat mich dann gebeten, bei der Geburt des Sohnes dabei zu sein. Und ich war dabei, und ein paar Tage später hat sie gebeten, dass ich die Oma bin, weil ihre Mutter inzwischen tot ist in Afghanistan. Und 1,5 Jahre später kam das nächste Kind, ein Mädchen. Und ich bin nochmal Oma geworden. Und die 2 großen Kinder, die mit aus Afghanistan gekommen sind, die baten mich dann, auch ihre Oma zu sein. Und das ist für mich was ganz Tolles. Ich habe mir mein Leben lang Kinder gewünscht, habe keine Kinder bekommen, eigene. Aber inzwischen bin ich ganz glückliche Oma. Solche schönen Geschichten sind natürlich nicht die Regel. In den meisten Fällen geht es darum, für Geflüchtete Wohnungen zu finden, Arbeit zu finden, Aufklärungsarbeit zu leisten, in die Öffentlichkeit zu gehen und manchmal auch darum, sich gegen rechte Hetze zu wehren. Es gab voriges Jahr, gab es Briefe halt, die in Briefkasten eingeworfen wurden, eindeutig auch an mich adressiert. Zum Glück ist momentan nichts. Wir können es nur hoffen, wir versuchen halt aufzuklären, dass es halt, dass die Leute, die hier sind, dass die nicht einfach zurückkehren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eben der Staat auch sagt, wir wollen die Leute nicht wieder einfach alle zurückschicken.
Der Arbeitskreis Asyl arbeitet eng mit der Stadt Kaufbeuren zusammen. Einerseits greift die Stadt gerne auf die vielen ehrenamtlichen Helfer zurück, andererseits unterstützt die Stadt aber auch den Helferkreis. Ich bin in vielen Arbeitskreisen von der Stadt Kaufbeuren mit eingebunden und habe dort halt auch den direkten Kontakt zur Stadt. Und wenn ich Vorschläge hätte, wie man die Integration verbessern könnte, so wie jetzt haben wir momentan halt das Problem, wie bekommen wir jetzt die restlichen Familienväter, die noch keine Jobs haben, was könnten wir da machen, was könnten wir für ein Angebot in Kaufbeuren anbieten, damit wir die auch noch in Arbeit bringen, das können wir dann wiederum der Stadt melden und die bemüht sich dann darum, dass wir unsere Ideen umsetzen können. Ja. 30 Jahre Asylarbeit bedeuten 30 Jahre Sprachkurse, Behördengänge, Betreuung und Beratung. 30 Jahre Asylarbeit bedeuten natürlich auch 30 Jahre Dankbarkeit, Freundschaften und offene Arme. Aber auf der anderen Seite auch 30 Jahre Abschiebung, Tränen, Sorgen und Krisen. Flüchtlingsarbeit kann zermürbend sein, sagt Günter Kammleiter. Manchmal zweifelt man, manchmal verzweifelt man. Was mich am meisten traurig macht, ist, dass sich in diesen 30 Jahren die Zahl der Flüchtlinge weltweit verdoppelt hat, auf nahezu 80 Millionen weltweit. Und das, denke ich, ist eine Entwicklung, die können wir nicht aufhalten hier im Kleinen. Aber zu sehen, es gibt so viele Bemühungen und die Zahl der Flüchtlinge steigt enorm, weil die Krisen auf der Welt, die Krisenherde ständig zunehmen. Auch wenn die Arbeit in Kaufbeuren weltweit gesehen vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein ist, hier vor Ort kommt sie an. Und das liegt in erster Linie an den vielen Ehrenamtlichen und dass die nicht ideologisch und verträumt, sondern ganz konkret Hilfe leisten. Und die jemand Fremdes erstmal neugierig macht. Ich denke, das Leben wird total bereichert, indem wir offen sind für andere Kulturen und für andere Menschen, auch für Menschen hier, aber auch für Menschen aus anderen Kulturkreisen. Wir sind einfach eine Riesenfamilie in der Welt. Und das bereichert, das macht größer und weiter und ja, macht eigentlich glücklicher. Es hängt immer von den Menschen ab, inwieweit sie aufgeschlossen sind. Einige sind halt einfach zugänglicher, dass sie sich integrieren, weil sie einfach aufgeschlossener sind. Aber das betrifft sowohl die Flüchtlinge als auch die Deutschen. Offenheit für das Problem, dass Menschen aus ihrer Heimat flüchten müssen und sie tun das immer unfreiwillig, davon bin ich einfach überzeugt, das wäre mir ganz wichtig. Ja, ich denke, viele können es schon gut, dass sie offen sind, dass sie nicht immer sagen, das ist uns alles fremd, dass das Fremde auch Bereicherung sein kann, wenn man sich darauf einlässt. Natürlich ist es auch anstrengend, das gebe ich auch zu. Und die Deutschen, die haben allen Grund, was zu tun. Hier in Kaufbeuren passiert genau das, seit 30 Jahren. Und die Arbeit und die Lust daran wird den Kaufbeurer Asylhelfern wohl auch in den nächsten Jahren nicht ausgehen. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserem Magazin aus dem Ostallgäu in Kaufbeuren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.